So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe und die heißt bitte warten. Keine Ahnung, was wir hier genau machen müssen, aber entdecke Orientierungspunkte in einer 46 Plus Zone. Ich hoffe, wir haben Leute, die uns helfen können. Weil wir sind nur Level 41. Die Waffen sind auch noch nicht voll ausgereift. Beziehungsweise, gerade gucken, noch gar keine. Jetzt fängt es nämlich an, erstmal wieder EP zu sammeln und alles. Ich würde sagen, wir gehen direkt auch schon mal rein. Ach, so sieht das hier aus. Oh, es gibt Malachit. Nett. Vorteil plus. Oh, Malachit gibt es aber relativ oft, sehe ich. So, dann erstmal ein Dank an jetzt 121 Abonnenten. Also, es geht wirklich immer schneller. Und ihr wisst ja, die nächste Zahl werde ich im Laufe des Videos immer bekannt geben. Nicht in jedem Video. Aber so wird öfters mal vorkommen. Also, Videos ruhig länger gucken. Lohnt sich. Wenn ihr nicht weiß, wie das mit dem Gewinnspiel läuft, einfach in der Videobeschreibung unten gucken. Da habe ich extra ein Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und natürlich dann zeige, wie man den Code einlösen kann. So, und ihr wisst ja, Ladebildschirm, gleich Like-Zeit, Kommentierzeit, wenn noch kein Abonnent bist, jetzt abonnieren. So, willkommen auf der Route 99. Schauen wir uns mal um, folgendermaßen die Gegend und besuche die schönsten Seen und Gefahr hinter jeder Ecke. Ah ja. Aber Solo glaube ich nicht so gut. Ich befürchte nämlich, dass das hier nicht gut ausgeht. Na komm schon. Ich sage ja, wenn ich euch irgendwie helfen kann, schreibt es unten in die Kommentare. Kein Problem. Irgendwie wird man sich ja schon einig werden. Da, da, da. Ladebildschirm. Wie viele Stunden in seinem Leben hat man verbracht, auf den Ladebildschirm zu gucken? Als Gamer. Ich will es gar nicht wissen. So, schnell noch ein Duplo. Ich wollte schon immer mal alles hinter mir lassen und die Freiheit der Straße genießen. Keine Termine, keine Regeln, keine Verantwortung. Außer Überlebende zu retten. Und ein Team Helden anzuführen. Und die Welt zu retten. Und herauszufinden, was diese riesige Anomalie am anderen Ende von Brutal ist. Und weshalb sie ständig zu wachsen scheint und wieso sie so, so... So, jetzt kommt der erste Test. Zu sein scheint. Nur du und ich und die endlosen Weiten. Sieht auf jeden Fall mal nicht einfach aus. Oh, guck mal, ein Reiseführer. Ich habe uns im Plankarten einen Reiseführer gemobbt. Ein brutaler Guide für Cowboys. Der jüngste, mutigste Reiseführer, der je mit dem Lotto gefallen wurde. Was geht denn hier ab? So lautet der Titel. Hab ich mir nicht ausgedacht. Wenn man dem Reiseführer glaubt, gibt es keinen besseren Weg, die Reise durch Brutal zu beginnen. So stark? Als die atemberaubenden Felsformationen auf sich wirken zu lassen. Alter. Weg hier. Junge, Junge. Es werden gefühlt immer mehr. Ist das dein Ernst? Was aber hier was bringt. Wenn hier nicht bald einer dabei kommt, habe ich echt ein Problem. Ich gehe einfach mal hier hin, aber ich denke mal, da kommen eher noch mehr Gegner. Victor, welches Level bist du, Victor? Weil wie du siehst, für selbst für mich ist das hier zu schwer. Leben nicht gut, ey.
einfach nicht alleine spielen. Oh, das sind echt ein paar tolle Felsen. Guter Tipp, Reiseführer. Im Reiseführer steht, das Tal hier wurde nach dem Entdecker Thaddäus Gripsschmied benannt, der sich mit seiner Gruppe auf die Suche nach der sagenhaften verlorenen Blechstadt gemacht hat, die, da sind schlaue Köpfe jener Zeit sicher, nie existiert hat. Diese schlauen Köpfe sollten Recht behalten, denn Taddy kehrte von seiner Expedition mit nur einer einzigen Blechdose zurück. Und mit einer entsetzlichen Geschichte von Überlebenskampf und Kannibal. Genau. Oh, den Rest kann ich nicht lesen. Da fehlt eine Seite. Sehen wir mal hier. Bis heute sind Experten nicht sicher, ob Ru eine Anspielung auf die Brutalität der Kannibal. Kann nicht sein. Die Experten sagen alle absolut was anderes. Interessant. Sehen wir uns weiter um. Ich weiß nicht, muss ich das hier alleine machen? Ja, es sind ja wohl noch mehr, die gerade neu bei Brutal anfangen. Mal sehen, was der Reiseführer dazu sagt. Ich guck auch, was ich hier im Netz bekomme. Kein Besuch im Brutal ist vollständig, wenn man keine verlassene Mine besucht hat. Sie beherbergen antiquierte Schürfausrüstungen und geheimnisvolle Schriftzeichen der Flusshöhlensiedler. Ein EP. Kein Lama. Oh je. Was kommt denn da auf mich zu, ey? Ja, schlummert auch irgendwo einer. Ich höre es nämlich. Weiß halt nicht, ob das hier so ist oder nicht. Nö. Ah, es kommt noch einer dabei. Entschuldigung. Ich würde sagen, ey, das hier kann man doch nicht zumachen. Ich bin kein Bär. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Läuft irgendwas Größeres rum, oder? Ich war ein Bär. Ich höre die, aber ich sehe die nicht. Ach da. Verschwendung für so einen kleinen Mob. Wir sind da. Laut Reiseführer, Brutal war die Heimat vieler Völker. Das wohl berühmteste waren die Flusshöhlensiedler. Jahrelang stellte eine Reihe Schriftzeichen der Flusshöhlensiedler die Historiker vor ein Rätsel. Was bedeutete diese merkwürdige Inschrift? Eine Warnung? Eine Prophezeiung? Niemand weiß es mit Gewissheit. Ich habe noch einen Ort auf deiner Karte markiert. Auf zur Erkundung. Gucken, ob es hier irgendwas gibt, was irgendwie neu ist. Ich halte mich wundern, dass ich hier ein bisschen mehr loote. Hier scheint es nichts zu geben. Wow. Glückwunsch, du bist groß. Wie viel Leben der hat. Das war ich. Das war ich. So, wo müssen wir denn hin? Hä? Geht wir waren nicht. Schon da, hä? Uff. So einfach ist das hier definitiv nicht.
Ja, erkunde die tiefe Mine. Wo ist die jetzt? Also doch da. Oh, ey. Erst dahin, dann wieder zurück. Dun, 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 dun. Ah, hier geht's runter. Gucken, was hier alles an Metz gibt. Eine Notiz. Kurz nach der Veröffentlichung der ersten Ausgabe von Ein Muttergeist der Cowboys, der jüngste, mutigste Reiseführer, der je mit dem Lasso gefangen wurde, entzifferte man endlich die geheimnisvollen Schriftzeichen. Man fand heraus, dass die dutzenden Zeichen unterschiedliche Varianten ein und derselben schaurigen Nachricht waren. Bringt dem Mann sein Pferd! Ich würde mir helfen, wenn ich wüsste, wo er ist. Da ist noch eine Anmerkung. Nach der zweiten Auflage von diesem Reiseführer kam ans Licht, dass die früheren Übersetzungen der Höhlenzeichen tatsächlich eine Fälschung waren. Das Geheimnis bleibt weiterhin bestehen. Viele berühmte Forscher und Wissenschaftler wurden von den geheimnisvollen Schriftzeichen angezogen. Insbesondere Sid Merritt, ein sehr bekannter Paläobiologe und ehemaliger Leadsänger von Steelwool. Sids Forschungen zufolge erzählen die Schriftzeichen die Geschichte der Menschheit, die gegen das Aussterben ankämpft. Quatscht sich auch zu Tode. Obwohl nicht bekannt ist, weshalb sie beinahe ausgestorben wären, konzentrieren sich Experten wie Sid Merritt auf die bedrohlichen menschenähnlichen Wesen in den Schriftzeichen. Kamen diese Angreifer von einer anderen Nation oder einem anderen Stamm? Oder handelte es sich um etwas Unheilvolleres? Boah. Gib dir auch mal ein weiteres Ziel an. Sehen wir zu, dass wir wieder in die Zivilisation zurückkehren. Irgendwo muss es hier doch eine Straße geben. Mal sehen, was der Reiseführer dazu abgerissen sagt. Im Brutal sollte man unbedingt unseren kultigen verlassenen Schrottplatz besuchen. Ja. Von dem viele behaupten, dass der legendäre Pistolero Schwarzstiefel Ayers dort herumspukt. Ha. Wir sollten den Schrottplatz suchen. Für einige war Schwarzstiefel Ayers ein Held. Andere hielten ihn nur für einen Schuft. Man weiß nur wenig darüber, warum Ayers, der früher ein sanfter Pferdeflüsterer war, seine Pferdeflüsterei gegen Ballerei eingetauscht hat. Eins war allerdings sicher. Ayers wollte Rache. Und das hatte wahrscheinlich mit Pferden zu tun. Wir sind da. Mal sehen, was der Reiseführer dazu sagt. Oh, geht draußen die Welt unter, oder warum? Der Legende nach entbrannte Ayers legendäre Wut, nachdem Senor Caballo, sein preisgekröntes Pferd, gestohlen auch wurde. Nur am Quatsch, einige behaupten, Ayers durchstreift bis heute die Wüste und ruft dabei den zutiefst unpräzisen Namen seines verlorenen Pferdes. Schwarzstiefels Wutausbruch trug dazu bei, dass Revolver und Schießereien im Brutal populär wurden. Außerdem war er die Vorlage für viele Erzählungen und Volkslieder wie Ich hab dein Pferd nicht, Mister. Kein Pferd ist hier, das schwör ich dir. Und den scheuen Klassiker Lieber Gott, bring Senor Caballo heim. Oh, jetzt verstehe ich das Lied. Ich hab mich immer gefragt, warum der Sänger so aufgebracht war. Typisch Frau, nur am Reden. Aber nur. Sie reden. Oh, ich glaube, Lars ist in der Nähe. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er in der Nähe eines Truckstops ist. Schauen wir mal, was wir da haben. Hab ihn. Ich hab den Ort auf der Karte markiert. Hallo. Weil er mich nicht da rausgelassen hat. Der Arsch. Aber ich ist selber schuld. Ich bin ja voll in die Masse reingesprungen. Ja. Wir sind da. Wie ist deine Position, Lars? Schwebend. Ich
erinnern. Hey, Lars, glaubst du, jetzt könnte hier draußen sein? Mach mir keine Hoffnung, kleiner Roboter. Nicht einmal, wenn ich Spuren eines 78er Softail Maldorado sehe? Davon sind nur noch zwei im Umlauf. Im Umlauf soll heißen, noch nicht explodiert, oder? Ja. Ich will gerne mal eine Kiste finden, eine seltene. Clever genug ist, den Turbobus des Maldorado zu reparieren. Und blöd genug, ihn zu fahren. Wiedervereinigung von Steelwool bestätigt! Aber freu dich nicht zu früh. Alles ist schrecklich, die Welt ist zerfallen. Und gute Dinge passieren so gut wie nie. Aber wenn die Wiedervereinigung passiert, bekomme ich einen Backstage-Pass und einen Auftritt. Und du bist mit mir Sweet Lady Day. Und änderst den Text. Und Sid muss während der Bridge auf mich in der Menge zeigen. Und ich will, dass ein Spotlight auf mich gerichtet wird. Alter, langsam nervt die mit ihrem Gerede. Ein geschmackvolles Spotlight. Und ein Stirnband. Eins von der Band und nicht vom Merch-Table. Wo müssen wir denn hin? Die quatscht und quatscht, aber irgendwie weiterkommt tut mir nicht. Wenn du einen Reiseführer fürs Brutal brauchst, bin ich der Richtige. Das war schon immer ein ganz besonderer Ort für mich. Für uns alle von Steelwool. Pure natürliche Schönheit und geschichtsträchtig. Ich könnte einen Kurs in hiesiger Geschichte geben. Wusstest du, dass der Name Brutal von einer schiefgegangenen Expedition stammt, bei der man an Kani... Nein. Qualen? Nein! Geriet? Wir sprechen nicht darüber. Es ist nichts Brutales passiert. Sie haben sich gegenseitig gegessen. Egal. Weiter. Weiter? Gehen wir mal in die Wüste und sehen, was der Reiseführer zu sagen hat. Da fehlt eine Seite. Okay, ich weiß, wo die letzte Seite ist. Machen wir uns auf die Suche. Na, und wohin? Ah. Oh. Die ist ja wirklich nur am Reden. Aber jetzt ist er endlich mal ruhig. Mal gucken, wie lang. Oh, da ist aber viel los. So mein Kopf noch, dass wir uns von Höhlenseiten aus unserem Reiseführer klauen lassen. Wir müssen wissen, was auf der Seite steht, Kommandant. Holen wir sie uns zurück. Das war's. Gut. Also, Kurzfassung, wir haben eine Mine besucht. Einmal mitten in der Wüste. Also im Prinzip haben wir uns nur eine Geschichte angehört. Aber wenn man zu zweit oder zu dritt ist, ist es glaube ich doch besser, als wie ich ganz am Anfang ganz alleine. Oh, EP gibt's aber reichlich dafür. So. Mal gucken, was es sonst noch gibt. So, wer jetzt noch da ist, nächste Zahl ist die Nummer 6. Damit fehlen euch noch 3 Zahlen, die ihr erraten müsst. Und ich hoffe, es wird auch bald eine schaffen. Ich habe es ja eigentlich gedacht am Wochenende, aber irgendwie halten sich die Abos noch in Grenzen. So, dann komm schon. Lad schneller. So, das ist schon mal gut. 10 Malachit, ich denke, das ist so selten. Also schön, letzte Seite. Dann mal los. Ende. Na, immerhin haben wir einen Abschluss. Oh Gott, was soll ich denn jetzt hier alles? Schon immer die nur am Quatschen, die Alte, ey. Echt. Die nervt langsam. Lass mich ein Reiseführer sein, kleiner Roboter. Als ich und die Truppe noch Gigs gespielt haben, kam die Kolonne von Steel wohl ziemlich auf dir durch. Bla, bla, bla. So. Ja, Jan, das ist halt einfach eine andere Idee. Ich will halt nicht so machen, so nach dem Motto, du musst dann und dann da sein, schreib deinen Namen in den Chat und bla bla bla. Das macht halt gefühlt jeder. Also habe ich mir einfach irgendwas überlegt, euch was wiedergeben, was schon konstant dann klar ist, hilft mir beim Abonnentensammeln, sind wir ehrlich.
Aber so kannst du jederzeit irgendwie mal probieren, schaffe ich den Code oder nicht. Deshalb habe ich es halt einfach so gemacht. So, wir können hier gerade nicht viel machen. Dann würde ich sagen, war es das auch erstmal mit der Folge. Und ihr wisst ja, Like da lassen, Kommentar reinhauen. Kein Abonnent bist, dann auf, jetzt auf den Abo-Button drücken. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.